like mud soap. I've seen somebody. Eigentlich ist es Fahrradio Chassis in Berlin. Jetzt nach geführt irgendwie, keine Ahnung wie viele Stunden, ist mir eigentlich auch egal. Bin ich theoretisch auf dem Track. Wir gucken uns halt mal das erste Stück an, gehen ein bisschen in die Berge, ein bisschen Aussicht, ein paar Höhenmeter genießen. Anstieg in 6 Metern und mal gucken, was heute so der Plan ist. Lass mich überraschen. And loaded? Yeah. Oh, ich sehe das erste Mal Berg. Ich sehe das erste Mal Berg. Geil. Jetzt das erste Mal hinter diese blaue Nebelwand zu gucken. Das ist richtig geil. Und gibt mir extra Motivation. Ich bin gespannt, was das wird. Auf jeden Fall. Eine Herausforderung fürs Leben. Wuhu! Ist schon ziemlich nett. Da hinten ist die Registrierung, gibt theoretisch Uhrzeit für die Cabs und man kann jederzeit kommen, gibt einen kleinen Bike-Check, zweites Rücklicht, zweites Vorderlicht, grobe Richtung, grobe Richtlinien. Und ja, das Wetter ist natürlich perfekt, es regnet, es ist, es geht so, es wird noch kalt, hab ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Magen, ein bisschen schwache Beine. Ganz ehrlich gesagt, aber kann mich jetzt ein bisschen ausruhen. Wir sind ein bisschen länger im Hotel, 18 Uhr geht's los, 16 Uhr ist ein Briefing oder 17 Uhr. Von daher mal gucken, was so geht. Das Wetter soll nicht besser werden, eher schlechter. Das heißt, wir werden uns irgendwie alle die Regenklamotten anziehen und dann starte ich das 18 Uhr. Und dann starten wir ab Mountain Race. Das war's mit dem Atlas Mountain Race. Wie ihr seht, ich bin gerade mega heiser. Mich hat das Wetter in Berlin, Deutschland komplett überrascht. Nachtschicht, natürlich mega arschkalt. Gerade so 0 Grad. Vor 2 Wochen noch so 32, 35, 40 Grad. Und ja, als nächstes folgt das Atlas Mountain Race Video. Das dauert noch ein bisschen, da es, glaube ich, sehr viel Schneidarbeit wird. Aber richtig, richtig nice Aufnahmen. Also wirklich einfach nur mega. Freue mich auf Schneiden, auf die Videoaufnahmen. Versuche das große Video bis Ostern rauszubringen. Das war's mit dem kleinen Vlog aus Marokko. Und wir sehen uns im nächsten großen Video. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Liken, abonnieren, kommentieren. Und bis bald. Ciao.